sollten der Spur des Schneeungeheuers von hier zur Hütte folgen. Aber ich fühle mich schlecht dabei, Dr. Mason schon wieder allein zu lassen. Ich habe das Gefühl, dass Dr. Mason schon ganz gut damit klarkommt. Mehr von den Rippchen bitte, Clive. Ich hätte es wissen sollen. Die Wetterstation macht schon genug Probleme, weil sie mitten auf unserer neuen schwarzen Diamantpiste steht, sodass wir sie nicht fertigstellen können. Sind all diese Medaillen von Ihnen? Meine Tage des Ruhms. Dieser Ort war früher ein professionelles Trainingszentrum für Spitzenathleten wie Heidi Ho Swift da draußen. Ich habe hier früher auch immer selbst trainiert. Als ich mich vom Sport zurückzog, kaufte ich das Anwesen, damit jeder von diesen Klassepisten abfahren kann. Sieht aus, als läuft das Geschäft gut. Sie haben sich vergrößert und das umliegende Land aufgekauft. Ja, aber das Letzte, was ich gebrauchen kann, ist, dass ein uralter Berggeist, der die Form eines Schneemanns namens Mr. Roundy angenommen hat, die Touristen von hier vertreibt. Versteht ihr? Das ist bisher bloß eine Arbeitshypothese. Keine Sorge, wir werden dieses Rätsel lösen. Und um das zu tun, müssten wir uns die Situation mal aus der Vogelperspektive ansehen. Haltet die Augen offen, man weiß nie, welche wichtigen Hinweise auftauchen könnten. Zum Beispiel Beweise für einen bevorstehenden Schneeballangriff. Oh, verdammt! Warte es nur ab, Fred Jones, wenn du es am wenigsten erwartest. El Radar de la Gefahr. Als jemand, der sogar Snowboarderisch spricht, das hat überhaupt nichts mit korrektem Spanisch. Halt! Was ist denn das? Das Schneeungeheuer muss diese seltsamen Spuren hinterlassen haben. Da hat uns doch dieser Schneekerl zum ersten Mal angegriffen. Ich erinnere mich nur zu gut. Oh, keine Angst, Scoop. Jetzt bist du hier oben bei mir vollkommen in Sicherheit. Zu früh gefreut. Der Skilift bringt uns direkt zu ihm. Schnell, Leute, folgt mir alle. Fred! Daphne, Velma, kommt! Das ist nicht dein Ernst. Los! Mann, also, ich hasse alles, was gerade passiert. Loslassen, Leute! Jetzt! Mann, hätte ich kennengelernt zu haben. Wir hatten eine schöne Zeit. Also, ich hatte echt gehofft, dass mir das erste Mal, wo ich Schnee erlebe, keine Monster oder Geister in die Quere kommen. Und jetzt gleich beides. Mir tut echt alles weh. Sogar mein Halstuch schmerzt. Oh, wenigstens sind wir hier drin. Trocken und warm an einem knisternden... Ups, das ist mein Erzfeind Wasser. Egal in welchem Zustand es ist. Fest, flüssig oder gasförmig. Wasser bringt immer Schwierigkeiten. Nein, es ist nicht das Wasser. Es ist Fred. Ich? Na, wenn du dein Gefahrenradar nicht an Schneeballattacken verschwenden würdest, hättest du dieses Schneeungeheuer kommen sehen. Und ich hätte dich mit einem unerwarteten Schneeball erwischt. Welcher vernünftige Mensch würde vorhersehen können, dass ein Schneemann lebendig wird und uns alle angreift? Ganz genau. Kein vernünftiger Mensch erwartet das. Shaggy, vielleicht können wir deine erste Schneeerfahrung noch zu einem guten Ende bringen. Ein Moment mal. Wie kam es nochmal dazu, dass ich jetzt der Köter bin? Okay, wow, wie ich diesen Plan hier bereue. Scooby! Jetzt! Was? Digga, verdammt!
Sardinenfilet. Saftiges Sardinenfilet. Saftiges Sardinenfilet. Saftiges Sardinenfilet. Saftiges Sardinenfilet.